So, wir sind jetzt hier auf dem Laufer Straßenmusiker-Festival, jetzt hier gerade an der evangelischen Kirche. Wie war so die Stimmung bis heute? Bist du zufrieden mit den Zuhörern oder vom Tag allgemein? Ja, ich habe jetzt eine Runde hier vorne gespielt, beim Weißen Lamm. Es war viel Betrieb da vorne und es war schon ganz gut angelassen und die Leute haben sich auch interessiert. Ich habe mich gefreut davor. Ja, genau. Die Straßen sind auch gut gefüllt aufgrund des guten Wetters. Genau. Wir haben jetzt gerade zugehört, also super Musiker, mit denen du hier auf jeden Fall da bist, auf jeden Fall. Du wanderst heute noch weiter hier auf die anderen Plätze. Was sind so die guten Plätze? Also ich bin jetzt hier bei der Kirche und hier zieht es. Ich hoffe, dass auch die Leute es anzieht. Und danach bin ich nochmal an diesem Tor oben. Herzdorfer Tor. Herzburger Tor, genau. Genau, da bin ich am Schluss nochmal. Genau, okay. Und noch allgemein zur Veranstaltung, wie findest du die? Also warst du schon öfters hier? Oder? Ich bin heute auch zum vierten Mal hier. Das heißt, ich habe es alle miterlebt und ich freue mich, dass der Martin Mainzer mich da wieder bedacht hat und es macht Spaß. Und ich bin schon ein richtiger Laufer, irgendwie Läufer, oder? Perfekt, ja. Okay, dann wünsche ich noch gute Danke. Musik, gute Zuhörer und viel Erfolg. Ja. Danke. Comes my baby with someone new. She sure looks happy, sure enough. She was my baby till I stepped in. Goodbye to romance, the might have been. Here at night, it's not somebody who's seen the light.
So, wir sind jetzt hier gerade am Hirschbrucker Tor, der nächsten Gruppe. Wie war jetzt so der Tag bislang für euch? Es sind ja doch einige Leute unterwegs hier auf den Straßen. War total super, das ist klasse hier, das Feedback, die Leute sind gut drauf, es macht total Spaß. Okay, super, ja, hört man gern. Seit wann spielt ihr schon? Schon öfters auf der Straße unterwegs oder auch andere Veranstaltungen? Andere Veranstaltungen, ja, hauptsächlich in Pubs, auf der Straße zum ersten Mal in dieser Kombination. Okay. Ja, aber hört sich gut an, also gute Stimmung, war auch gut unterwegs hier mit den ganzen Leuten und die Zuhörer, ja, sind schon einige vorbeigekommen. Was sind jetzt hier so die guten Plätze in Lauf? Ich spiele das erste Mal in Lauf auf der Straße, also okay. Ich kann gar nicht viel dazu sagen. Hier scheint die Sonne schön her, ja, steht stimmt. Schön warm, also mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Okay. Es ist vorne am Marktplatz, ist einiges los, aber das Tor ist halt ganz gut, weil die Leute hier rein müssen. Und ja, genau. Ja, und die Akustik ist auch nicht schlecht. Der Durchgang, okay. Ja, alles klar. Ja, wie habt ihr von der Veranstaltung erfahren? Kommt ihr hier aus der Gegend oder? Ich bin von der Mainzer angesprochen worden, weil ich den auch kenne. Martin Mainzer, genau, genau. Als Initiator, genau. Okay, ja, Wetter passt auch für heute. Was habt ihr noch vor? Oder auf welches sind eure besten Lieder, so was ihr jetzt gerade? Also das sind alle gut. Das sind alle super. Ja, wir stehen hauptsächlich auf härtere Sachen, also Fallbeat und Bad Religion, ein bisschen Pearl Jam, ein bisschen ungewöhnlichere Sachen. Okay, dann halt nicht ständig wünschen wir euch noch viel Erfolg und viele gute Zuhörer. Ja, danke. Wie gefällt es euch heute sowas? Habt ihr schon erlebt? Wunderbar gefällt es uns und vor allen Dingen freuen wir uns, dass es dieses Jahr mal gut klappt, auch mit dem Wetter. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch, sehr, sehr gut. Mir gefällt besonders die Band von Mainzer. Ja. Deswegen bin ich auch hier. Okay, cool, ja. Habt ihr mitgefeiert? Was sind so eure Lieblingslieder? Also uns gefällt eigentlich fast alles an Musik, was so geboten wird. Ja. Okay. Habt ihr auch über den ganzen Platz geschaut? Hinten waren auch so Stände so zum Verköstigen, was zu essen oder so. Habt ihr euch da auch was geholt? Haben wir uns leider nichts geholt, weil wir einfach voll sind. Ach, okay. Lauf ist ja ganz schön. Ihr kommt von hier oder seid ihr fest? Von der Umgebung. Von der Umgebung, okay. Genau. Alles klar. Dann auf was für Veranstaltungen geht ihr sonst so? Kirchweih oder was? Kirchweih, Altstadtfest. Wenn hier am Marktplatz Feste sind, gucken wir immer regelmäßig vorbei. Ja. Okay, gut. Was gibt es noch zu sagen? Die nächsten Tage bis Ende des Jahres, habt ihr noch irgendwas privat geplant? Was wollt ihr noch schaffen dieses Jahr oder nichts mehr? Willst du noch irgendwas schaffen dieses Jahr? Schaffen? Nur das. Was willst du noch erleben? Mal ein Musical anschauen. Ja. Ein Musical anschauen, okay. Come on.
Straße, die Straßenmusikanten, ja! Und wird gefeiert. Laufstieg, guckt. Sondern mal die Mundharmoniker für die Großen und die kleinen Kinder. Stressig draus, ein wundervoller Strand. Wenn die Sonne blinkt, fängt die Party an. Macht die Musik laut, immer tanzen. Es ist so eine geile Zeit. Wenn die Sonne wieder blinkt, fängt alles von vorne wieder an. Also es hat gut angefangen, im Lauf hier. Die Leute, ja, sind ein bisschen müde, ja, so, aber ich denke, es wird dann noch gut werden heute. Gell? Ich habe hier mein Ein-Mann-Orchester dabei. Genau, ich habe gesehen, ja. Mann, sehr schön. Gesehen, ja. Brauchst du noch Teile dazu oder wie lange besteht die Kiste schon mal? Hast du da angefangen? Die habe ich jetzt 2 Jahre, das ist meine 4. Maschine. Ich komme aus der Pfalz, bin der Fuchs Deibes Wilde. Weit gereist, ja. Ja, genau. Sehr schön. Ja, guck mal, Vogel habe ich auch, ne? Klar. Ja, mit Vogel. Vogel mit. Oh, genau, ja. Sehr schön. Dann die Gitarre hier. Dann haben wir hier die alte Basler. Pfeife. Elektrisches Kazoo. Den Oldtimer von Mannheim. Mercedes-Benz. Spitzenberg. Pfeife. Wiener Pfälzer. Pfälzer aus der Pfalz. Ja, der ist der Revolutionär, ne? Ja. Genau, ein Klassik. Ja, was interessant ist, gehen wir nach hinten. Ja. Hier ist die Ice Edge da, der ist Cut. Da ist das Sinn. Ja, so. Hier auf dem Platz, die Leute hier im Lauf sind freundlich oder wie ist dein Eindruck bis heute? Oh, sind die Franke, ne? Franke. Ja, aber ist okay, ich komme gerne. Komm, okay. Bin zu viertem Mal da und komme ja, wieder gerne. Ich habe gelesen. Okay, dann bis später. Schönen Tag. Danke.
cool. Also es funktioniert, wir freuen uns echt, dass wir spielen dürfen. Okay, super. Was habt ihr sonst so für Auftritte? So habt ihr schon das ganze Jahr dafür geprobt oder seid ihr noch anders irgendwo zu hören? Ja, auch anders irgendwo und proben. Also wir spielen manchmal auf der Straße, manchmal in Nürnberg im Lauf, in der Umgebung. Und wir hatten auch einen Auftritt in Göttmann, in Jutz, und wir hoffen wirklich, dass wir weiterkommen mit uns. Ja. Ich schreibe noch eigentlich. Sehr cool. Sehr cool. Ja, ist auf jeden Fall gute Stimmung hier, auch von den Zuhörern, die wo hier so durchkommen im Laufe der Pignitz. Wie ist es so, auf der Straße zu spielen? Erlebt ihr jetzt quasi von all den Einnahmen hier im Gitarrenkoffer? Wie ist so die Stimmung? Leben nicht, aber es ist natürlich cool, schon Taschengeld. Ja, ein kleiner Nebenverdienst, genau. Ja, ein bisschen Equipment kaufen und so. Ja, genau. Okay. Jetzt, seit wann spielt ihr schon und auf was freut ihr euch heute noch? Auf noch mehr Zuhörer? Was meint ihr, was heute noch so geht? Naja, also wir waren seit vor 2 Jahren schon mal hier, aber nicht in dieser Konstellation. Also so uns 4 gibt es so seit ungefähr 2 Jahren. Ja, da wünschen wir euch noch viel Glück heute, gute Zuhörer, macht's gut, weiter so, viel Erfolg und auf jeden Fall lassen wir eine kleine Spende da. Ja, bis jetzt war es mittel, würde ich sagen. Also hier an dem Platz ist es echt klasse. Aber da kommen echt relativ viele Leute. Erste Bühne war mal ein bisschen versteckt unten beim Melber. Aber ja. Wurscht, hat auf jeden Fall diesen Spaß gemacht. Ein Ticken wärmer könnte sein und ein Ticken weniger windig, dann wäre es super. Okay, alles klar. Ihr habt ja volle Ausrüstung dabei. Seid ihr öfters auf so einem Festival oder wo spielt ihr ansonsten so? Nein, wir spielen eigentlich nur ganz spontan, wenn wir gebucht sind. Straßenmusik haben wir schon öfters gemacht, aber einfach nicht mit Ausstattung. Okay, alles klar. Aha. Zur Veranstaltung allgemein ist jetzt auf dem Marktplatz ein bisschen was dazugekommen mit den ganzen Stände zum Verköstigen, Essen und Trinken und so weiter und so ein bisschen Werbestände. Was sagt ihr dazu? Ist ja im Laufe der Jahre schon ein bisschen gewachsen. War die schon öfters hier oder heute das erste Mal? Wir waren das zweite Mal jetzt hier und haben eigentlich die Innenstadt noch gar nicht gesehen, weil wir außen rum gefahren sind. Aber es ist immer wieder toll hier zu sein. Das Publikum ist ganz klasse. Das heißt, aus welcher Gegend kommt ihr dann? Nürnberg und Umgebung. Also doch ein bisschen aus der Region, ja. Ja, alles klar, okay. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, die Veranstaltung finde ich echt genial, dass es sowas gibt. Ich meine, es ist im Rahmen vom Verkaufsoffenen
Sonntag, das sind eh Leute da. Und ich finde die Grundidee von Martin Mainzer finde ich echt sensationell. Man einfach sagt, hey, wir bieten einfach ein paar Straßenmusikern oder Bands, die halt Straßenmusik machen, einfach ein Forum, wo man sagt, hey, das sind die Leute da, schmeißt was in den Hut rein, das ist alles locker, ist alles entspannt. Also ich finde das eine klasse Idee, weil es halt einfach so in der Kulturszene auch, finde ich, das Ganze ein bisschen bereichert hat in den letzten Jahren. Ja, und es zieht natürlich auch die Gäste immer mehr an, weil auch verschiedene Bands da sind mit verschiedenen... Das ist richtig, ja. Also es sind halt verschiedene Stile vertreten und ich meine, so soll es ja sein. Ich meine, man kann es jetzt nicht ganz vielleicht mit dem Button-Treffen vergleichen, aber ja, ich sag mal, grob die Richtung geht es schon mal. Es ist vielleicht ein Ticken kleiner. Okay. Aber auf jeden Fall super Atmosphäre hier. Okay. Seid ihr heute noch unterwegs oder seid ihr fertig soweit bislang? Noch ein weiterer Stand hier in der Stadt? Oder? Eine Bühne haben wir noch ab 17 Uhr, Ende 3 und dann ist es schon gelaufen. Da wünschen wir dann noch viele Zuhörer und weiterhin viel Erfolg mit der Musik. Danke, danke für das kurze Interview. Ja. Quando sei Maria Dolores, quando sei Maria d'amore, quando sei Maria Severa, quando sei Maria d'amore, quando sei Maria d'amore, quando sei Maria d'amore, quando sei Maria Severa, quando sei Maria d'amore. Baila, 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 sempre cantare, però sempre cantare, però sempre cantare. Disarma in magitana, però sempre cantare. Quando sei Maria Dolores, quando sei Maria d'amore, quando sei Maria Severa, quando sei Maria d'amore, quando sei Maria d'amore, quando sei Maria d'amore, quando sei Maria Severa, quando sei Maria d'amore. Baila, 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 disarma in magitana, però sempre cantare, però sempre cantare, però sempre cantare. Mi sarò mai immaginata, però sempre cantare. Una sierra carina, ma ti chiamo sa. Yeah.
I can't use it anymore. Getting dark, dark for me to see. I feel I'm knocking on Alan's door. Hey, hey, hallo, hallo. Ich klopf an ihre Tür. Ja, sag mir mal, bin ich denn alleine hier? Sind alle in der Hölle? Wir hocken alle drin am Feier, da ist schön warm. Ja, in der Hölle ist anscheinend gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich werde zum Specht. Ich klopfe, knack, knack, knackin on Herrn's Door. Hanna macht auf, ja, bin ich drauf, ja sicher. Weil ich bin in Lauf, bin in Lauf, heut bin ich drauf, aber keiner macht auf. Mama, what's about from my face? I can't see to it anymore. It's getting dark, dark for me to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Hey, hey, hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hallo, hallo, die Mauer will hat offen. Ein Steakhaus haben sie es drauf gemacht. Der Biergarten-Location. Da geht's einmal rein und ist zu Steg. Haben sie schon ein schönes graues Plakat eingehängt? Britisch Rufel, was ist denn hier los? Mama put my guns in the ground. I can't see to it anymore. It's getting dark. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ooh. Ich glaube, Hans Himmels zählt. Der fragt mir, haben Sie was bestellt? Ich glaub, an Himmels Zelt. Sagt der noch zu mir, du hast doch gar nichts bestellt. Doch, ein Steg in der Mauermüll. Ich will ein Steg in der Mauermüll und klopf an die falsche Tür. Selber schuld. Darauf brauchst Geduld, wenn du den Himmel willst, Kaffee. Gehen wir alle nach unten. Der Tag heute von den Zuhörern war eigentlich ganz okay. Es ist erst die zweite Station. Aber ja. Okay, alles klar. Warst du schon öfters auf der Veranstaltung oder heuer das erste Mal? Das dritte Mal heuer schon. Okay, alles klar. So der Eindruck so von Jahr zu Jahr wird immer mehr oder weil hier ganz schön Haufen Leute unterwegs sind? Oder? Ich denke, es wird immer mehr. Ja. Und ich werde immer besser. Auf jeden Fall, ja. Wir haben uns schon gut unterhalten gefühlt mit den perfekten Leder hier zum Sonnenschein und zum schönen Wetter. Okay, was hast du so für im Angebot oder was sind so deine Lieblingslieder, die du spielst? Also ich spiele eigene Lieder in Fränkisch, Bayerisch, Hochdeutsch, Englisch, also ganz bunt. Und dann habe ich halt viele Sachen von Wolfgang Ambros, Hans Söllner, also bayerische Geschichten, ja. Englisch, Bob Dylan, Liedermacher, Red Hot Chili Peppers, Rock, Pop, was mir gefällt. Ja, super Auswahl auf jeden Fall, genau. Okay, von der Veranstaltung allgemein sind noch ein paar andere Boden oben so für, zur Stärkung und andere Werbetreibende. Habe ich nicht gesehen, hatte ich keine Zeit. Ist verständlich bei der Musik, aber da werden wir uns jetzt dann noch umschauen. Wir lassen auf jeden Fall eine kleine Spende da und ich hoffe, du hast noch einen Haufen Zuhörer. Wo hört man dich sonst noch so? Auf der Straße oder mehr so andere Veranstaltungen? Also ich habe in Würzburg gespielt, auf der Straße, beim Stramo, am Badentreffen. Ich spiele auf Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Kleinkunstbühne, Fränkischer Abend habe ich auch schon durch. Okay. Liedermacherabend. Na dann. Thank you.
total gut, weil ich bin sowieso Musikliebhaberin und die ganze Atmosphäre hier ist einfach unklappbar. Super, ja. Super in Lauf. Okay, ich bin hier gerade am Eck, super Musik hier, ein bisschen viele Leute, ja, heute ist schönes Wetter. Haben Sie schon über den ganzen Platz geschaut? Ja, ich bin schon zweimal über den ganzen Platz gelaufen. Und das ist ja ein gutes Angebot hier und auch schon gestärkt irgendwo, oder? Ja, im Kaffee waren wir schon. Ja, alles super Angebote, wo es Bier gibt, alles, was man sich denken kann. Okay. Super, ja, das sind ja jetzt so die letzten schönen warmen Tage. Wofür nutzen Sie die oder was machen Sie in Ihrer Freizeit jetzt so privat hin und wieder? Ja, ich gehe meistens auf solche Festivals heute hier. Super, schön. Okay. Und noch irgendwelche Wünsche, was Sie jetzt bis zum Jahresende noch so erleben wollen oder noch vorhaben? Ja, ich fahre noch ein wenig auf die Adventsmärkte und ein bisschen und so. Naja, da wünsche ich noch viel Spaß und danke für das kurze Interview. Danke, euch, danke. Servus. Weil ich einmal am Tag, um meine Fitness zu testen, durch diesen Tennisschläger versuche hindurchzukommen. Es ist jedes Mal eine Herausforderung. Und ich werde für euch heute versuchen, diese Herausforderung in Angriff zu nehmen und damit die Brücke zu schaffen, dass ihr sagt, die Übung, die baue ich auch ein in meinen Tagesablauf. Sie sind dabei? Okay. Wer meint, dass es möglich ist? Einmal Hand heben durch den Schläger hindurch. Eins, zwei, drei Leute. Wer meint, dass es nicht machbar ist? Eins, zwei, drei Leute. Dann bleiben noch zwei übrig. Denen ist es scheißegal, oder? Wir können auch Einzelgespräche führen. Was meint ihr zum Beispiel? Also entweder du machst mit oder ich führe Einzelgespräche. Meinst du, dass es machbar ist? Ja. Ja. Bevor der kommt, sage ich ja. Wollt ihr das sehen, dass ich durch den Tennisschläger hindurchgehe? Ja. Wollt ihr sehen, wie ich leide? Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Okay, ich werde es probieren. Es ist eine Frage der Konzentration und der Meditation. Man muss das Ziel schon vorher visualisieren und dann todesmutig. Noch kein Applaus, okay? Hallo? So. Jetzt habe ich schon die erste Stufe geschafft. Jetzt dürft ihr schon applaudieren. Okay, du hast einen Hund. Was macht ihr denn da hinten eigentlich? Von hinten. Ihr dürft alle nach vorne kommen und den Rest meiner Show anschauen. Jetzt! Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich auch sehen? Nee. Ist da eine Wand oder irgendwas? Was? Ist der Moment, wo ihr ruhig so reinschreien könnt, Wahnsinn, der riskiert sein Leben für uns. Irgendwie so, also. Jetzt kommt der Samba-Teil. Da wäre es schön, wenn ihr so ein rhythmisches Klatschen für mich hättet. Ja, hier vorne. Ich komme einfach mal vorbei. Könnt ihr mich sehen? Ja. Einfach hartnäckig bleiben. Lauf. Es ist so euphorisch, das Publikum. Ich flippe da mal völlig aus. Ja, jetzt seid ihr bei mir. Ja. Ha. Du. Ha.
Jetzt, wenn alle klatschen würden, dann würde ich den Rest auch noch schaffen. Ja, ja, ja. Ich sehe schon, ihr liebt mich. Ich liebe euch. Und deswegen geht es mit der nächsten Attraktion weiter. Ich habe noch zwei Nummern, die solltet ihr nicht verpassen. Die nächste Nummer ist verbunden mit etwas ganz Besonderem, mit einem Gewinnspiel. Und ihr könnt etwas gewinnen. Nein, ihr wollt nichts gewinnen. Okay, die nächste Nummer ist mit einem Gewinnspiel verbunden und ihr könnt nichts gewinnen. Ja. So hear what I say, might all be just a fake, but listen anyway. Sometimes you be lost and sometimes you be safe. It's all just a matter of God's grace. And it's all just a matter of God's grace, of God's grace. All a matter of God's grace. Schön, dass es ja Straßenmusik gibt, wo alle Musik singen können. Ich finde einfach, das ist die schönste Zeit, als wie immer vom Gewerbe zu sein. Weil privat oder sowas wie der Brunnenfest finde ich das Schönste, was es gibt. Okay, stimmt auf jeden Fall. Ist auch viel geboten hier auf jeden Fall auf dem ganzen Marktplatz. Viele Leute heute da. Okay, was hast du heute mitgebracht? Was sind so deine Lieblingslieder? Ich habe Lieder dabei, die habe ich gerade gesungen. Von 090 oder die Schmetterlinge von der Lebenshilfeband bin ich. Und die haben ja auch ein Stick, die Instrumente, und ich mache das Gesang dazu. Ich bin auch Alleinunterhalter und mache privat noch Konzerte. Ja, schön. Ja, wir haben uns gut unterhalten gefühlt, also war tolle Musik. Auf jeden Fall super gut. Okay, was sagst du hier zum Platz allgemein? Da gibt es auch so Bratwurst an, um was zu trinken zu holen. Das hat sich ja in den letzten Jahren so immer wieder ein bisschen vergrößert. Was meinst du hier so? Schaust du später auch noch die Stände durch oder hast du schon? Ich war noch nicht bei den Ständen, weil ich hauptsächlich mir nur die Musikgedanken sind in meiner Welt. Okay, ja, auf jeden Fall gute Gedanken, ja, auf jeden Fall, gut. Und ich mache es halt ehrenamtlich und nicht um Geld. Ich finde, Musik ist meine Welt einfach, deshalb spiele ich gerne so. Für manche Leute mache ich es ehrenamtlich. Hat ja auch viel Spaß dabei und dass man halt hier ein bisschen unterwegs ist. Genau, das ist die schönste Zeit, was es gibt. Ja, ich habe mich gut. Fantastic.
schön, das wird gut. Ja. Aber wisst ihr, vom Applaus allein kann man nicht leben. Deswegen habe ich meine große Kasse dabei, meine kleine Kasse. Der Fuchsteils will also bald. Ja, ich bin der Fuchsteils Wilde. Ja, ich lauf durch die Straße. Guck mal, Rabatz, guck, tanz mal. Ja, ich bin der Fuchsteils Wilde. Und ich bring euch ein in Lauf. Riese große Spaß. Alle Leute klatschen in die Hände. Das ist die Tröte. Ja, so geht das. Ja, Wahnsinn. Im Frank ist was los. Ich liebe